Heute bauen wir den ultimativen Rig für die Sony A6000er Reihe. Ich benutze dafür die Sony A6300 mit Batteriegriff. Die Basis bildet hierbei der Small Rig Camera Cage, der extra für die A6000er Reihe mit Batteriegriff entworfen wurde. Der Cage verfügt unten über einen magnetischen Schraubendreher, um die Cage mit der Kamera zu befestigen. Sollte man mal kein Werkzeug zur Hand haben, hilft das Small Rig Schraubenzieher Kit. Damit kann man ganz einfach jede mögliche Schraube am Rig festdrehen. Das zweite Teil, welches wir anbauen werden, ist der Wooden Side Handle von Small Rig, der mit einer Ari Rosette befestigt wird. Um den Griff an der rechten Seite des Käfigs zu befestigen, brauchen wir diesen NATO Rail Ari Rosetten Adapter. Der Adapter und der Handgriff werden einfach zusammengeschraubt und dann einfach auf die NATO Rail draufgeschoben. Anschließend müssen wir nur noch den roten Hebel betätigen, um den Griff zu verriegeln. Nach Belieben kann man auch den Winkel des Griffs verstellen, um verschiedene Positionen zu erreichen. Als nächstes haben wir hier den Small Rig Top Handle, bei dem wir mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel die Schrauben lockern können, um so den Griff nach vorne und hinten zu verschieben. Auch der Top Handle wird ganz einfach über die NATO Rail verbunden mit dem Kamerakäfig. Um jetzt noch einen Monitor am Top Handle zu befestigen, benutze ich diesen Adapter von Small Rig, der über ARRI Locating Pins verfügt. Den Adapter schrauben wir ganz einfach an den Top Handle heran und ziehen ihn mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel fest. Mit dem zweiten mitgelieferten Imbusschlüssel können wir bestimmen, wie stark sich der Monitor später neigen lassen soll. Auch der Monitor wird ganz einfach über das Einfutterzeuggewinde angeschraubt. Damit das HDMI-Kabel nicht herausrutscht aus dem Port, benutzen wir diese Small Rig HDMI-Kabelklemme. Diese fixieren wir auch ganz einfach mit dem Small Rig Schraubendreher-Kit. Und schon ist unser Rig komplett fertig. Alternativ kann man auch den Monitor ohne den Griff benutzen. Dafür benötigen wir allerdings einen Monitoradapter, der über einen NATO Rail Anschluss verfügt. Dieser wird ganz einfach wie der Top Handle auf die NATO Rail draufgeschoben und anschließend verriegelt. Nun wird ganz einfach wieder der Monitor über das Einfutterzeuggewinde angeschraubt. Mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel können wir auch hier wieder das nachziehen. Auch bei diesem Monitoradapter können wir ganz einfach die Neigung des Monitors ändern. Dies ist nun eine kleinere Variante des Rigs. Wenn wir jetzt schnell vom Hand in den Gimbalbetrieb wechseln wollen, ist das auch kein Problem. Es ist in weniger als ein paar Sekunden getan. Dafür entriegeln wir ganz einfach den Monitoradapter und den Seitengriff und schieben beides von den NATO Rails runter. Der Gimbal, den ich aktuell benutze, ist der Zhiyun Weibel S. Um einen besseren Griff zu bekommen, gibt es hier auch von Small Rig eine Lösung. Für den Weibel S gibt es extra einen Griff von Small Rig, den wir einfach ganz hinten anschrauben können. Auch hier ist ein mitgelieferter Imbusschlüssel dabei, mit dem wir die Schraube festziehen können. Um jetzt noch Zubehör an der Seite zu befestigen, brauchen wir dieses kleine Teil. Diese schrauben wir auch ganz einfach an die Seite ran. Dafür können wir entweder den mitgelieferten Imbusschlüssel benutzen oder wir benutzen das Small Rig Schraubenzieher-Kit. Damit wir den Monitor befestigen können am Gimbal, brauchen wir jetzt noch dieses Zubehörteil. Dieses können wir auch einfach über die NATO Rail wieder mit dem Gimbal verbinden. Der Monitor mit dem Monitoradapter wird jetzt ganz einfach mit über die NATO Rail draufgeschoben und anschließend verriegelt. Jetzt können wir anschließend noch den Winkel verändern, um ein besseres Sichtfeld zu bekommen. Dies ist nun auch mein Zhiyun Weibel S-Rig mit Small Rig Zubehör.